Grüß Gott, herzlich willkommen auf unserem Kanal in Göstingen und Dahl. Ich darf einladen zum nächsten Veranstaltung. Eine Nobelpreisträgerin kommt nächsten Sonntag zu uns. Ich würde Sie, die Dame, die Referentin vorschlagen für den Friedensnobelpreis. Das ist Traute Schröttner aus Graz, die in Afrika Schulen, Kindergärten, Kirchen, Heime für alte Frauen und so weiter gebaut hat. Eine großartige Frau, die kommt am nächsten Sonntag zu uns. Alle sprechen von einer Hilfe für Afrika. Bundeskanzler Sebastian Kurz hat gesprochen, Bundeskanzlerin Angela Merkel, okay, Afrika müssen wir helfen, aber wie viel ist geschehen? Aber sie hilft wirklich in Afrika. Sie hilft, dass die Menschen dort bleiben, dass die Menschen nicht flüchten müssen. In Kenia zum Beispiel, in Kenia seit 3 Jahren kein Regen, die Menschen verhungern und sagen, bevor sie hier verhungern, ist ihnen wurscht, ob sie im Mittelmeer untergehen. Sie hilft Menschen, dass die Menschen dort bleiben, dass die Menschen in Afrika bleiben und dieses, auch uns dieses Flüchtlingsschicksal ersparen und eben dort eine Lebensqualität haben. Ja, hier ist Ruanda, Ruanda in Afrika, mitten in Afrika, das Land, wo sie hilft. Und da natürlich ist ein kürzester Weg nach Europa, da kommen sie zu uns. Das ist die Hilfe wichtig, die Hilfe für Ruanda, für dieses Land, das vom Bürgerkrieg so gezeichnet war, so lange Bürgerkrieg, und dort hilft sie den Menschen. Traute Schröttner aus Graz, eine großartige Frau. Hören Sie es am nächsten Sonntag an, und zwar um 10.15 Uhr in Göstingen und vor um 8.45 Uhr in Thal. Sie hilft diesem Mädchen durch, mit Partnerschaften zu einer besseren Ausbildung. Das ist nur eines von vielen Projekten und das ist einfach sehenswert. Sie hat mit nichts begonnen. Sie sagt selbst, ich bin die Bettlerin Gottes, die alles erschnorrt, er bettelt das Geld, Millionen für Afrika, damit die Menschen dort bleiben. Eine großartige Frau. Willkommen am nächsten Sonntag, 15. Oktober, in beiden Pfarren. Dankeschön.